Die Highlights der Regionalliga West werden Ihnen präsentiert von Aktion Medeor. Die Sport- und Spielvereinigung Velbert gegen Alemannia Aachen. Dem Tabellenletzten mit Trainer Lese helfen nur noch Siege, aber die Mannschaft ist zuversichtlich. Zuletzt in Düsseldorf gab es ja einen Sieg, das Wetter miserabel, aber der Auftakt alles andere als trübe. Velbert in Weiß mit diesem Schuss und diesem Tor durch Jeffrey Tumanan. Der Ball abgefälscht, Torwart Löhe deshalb ohne Chance. Dann Freistoß Schultens, die Kugel bei Hüseyfe. Dogan, der versucht's vor der Mittellinie und er trifft. Was für ein Tor! Vor ein paar Wochen gegen Viktoria Köln ist ihm das gleiche Kunststück gelungen. Vor etlichen Jahren hat er mit Bayer Leverkusen Champions League gespielt. Und bei so viel Gefühl im Fuß, bei so viel Übersicht, lobt auch der Gegner. Der Junge hat halt schon ein bisschen Klasse, hat auch ein bisschen ein paar Spiele auf dem Buckel, macht er ansatzlos, das zweite Ding. Da kann man nur sagen, Chapeau. Wie gesagt, ich bin offensiver Torwart, der offensiv steht. So was passiert dann halt mal, sagt man einfach, gut Schütze, sehr gut. Die Gäste verunsichert nach dem Doppelschlag, dann aber die erste Aachener Chance für Garcia. Rafael Garcia, das macht er klasse. Und nun heißt es nur noch 2:1 für Velbert. Die Alemannia deutlich besser im Spiel. Der nächste Anlauf mit Lejean. Und auch der hat ein gutes Auge. Wieder Garcia, der sieht Marquet. Sascha Marquet verfehlt nur knapp. Die große Frage in Aachen heißt ja, bleibt Sascha Marquet oder geht er? Dann Einwurf Aachen, Velberts Abwehr steht hoch und die Alemannia nutzt das und wieder durch Rafael Garcia. Der hat ja seinen Vertrag gerade verlängert. Sein 8. Saisontreffer, 2:2 heißt es auch zur Pause. Nach dem Wechsel geht's so ähnlich weiter, wie es aufgehört hat. Aachen im Angriff mit Lünenbach und Lejean gut geschossen, aber auch gut gehalten von Torwart Sprenger. Trainer Schubert will mit Aachen noch auf einen einstelligen Tabellenplatz. Dann wieder Dogan, der sieht Zent, aber auch Frederik Löhe auf dem Posten. Die Alemannia danach fast nur noch im Kontermodus. Velbert kämpft mit Herz und Hingabe, aber auch mit Geschick, wie hier Kapitän Markus Kaya mit all seiner Erfahrung und technischen Klasse. Sein Heber jedoch nur auf das Netz. Velberts Devise, nochmal alles geben. Genau das macht die Mannschaft, so muss es sein im Abstiegskampf. Hier Mondello und dann ist es Potsdam. Dennis Potsdam, ein früherer Aachener, hat die Führung auf dem Fuß. Eine von mehreren guten Möglichkeiten. Die letzte, die beste hat Jeffrey Tumanan, aber Frederik Löhe pariert prima. Endergebnis 2:2, Velbert lässt Punkte liegen, aber aufgeben bleibt ein Fremdwort. Der Jäger gewinnt normalerweise immer und wir jagen jetzt schon die ganze Saison. Wir waren schon viel weiter weg und durch Leverkusen sind wir jetzt richtig in die Jagdposition gekommen. Und deswegen, wenn wir so lange jagen, bis uns einer selber erlegt und das kann vor dem letzten Spiel dann nicht passieren. Die Highlights der Regionalliga West wurden Ihnen präsentiert von Aktion Medeor.